Zurück zu einer neuen Runde Death Stretch. Ich muss mal da ein Dredge irgendwie, den hat mit Dredgen nichts zu tun. Das ist ja einfach nur, dass es mit den Toten zu tun hat. Jetzt ist der Mortus da, jetzt können wir mal hingehen. Ich bin im Endeffekt halt mal zurückgelaufen und wir haben jetzt ja für die Sachen für Mortus. Ich habe alles, was du brauchst. Na dann, gib mal her. Jetzt noch kurz ein wenig vorbereiten. Sehr gut, ich habe die Scannerfrequenz so kalibriert, dass ich die meisten Aktivitäten vom Fleisch beobachten kann. Lass mich mal sehen. Ja, da ist definitiv etwas los. Aber nicht sehr viel. Es wäre interessant zu wissen, wie die Fleischnexus auf den Körper reagiert, der mit Octagonblut behandelt wurde. Der Fleischnexus? So nenne ich dieses Gewebe aus Fleisch in der Höhle. Es hat Masse, Tentakel und Knoten. Ein Besucher. Schmieren wir noch ein wenig Octagonblut auf deine Haut. Wenn ich richtig liege, dann macht dich das schon viel kompatibler mit dem Fleischnexus. Geh mal hin und versuche es. Oh, okay. Ah, jetzt können wir hingehen und reingreifen, gell? Ruft nach dir. Versuche zu antworten. Du reichst hinein, etwas oder jemand ist da. Die Empfindung steigt und du fühlst, wie ein 1000 Augen sich auf dich fixieren. Du versuchst zu sprechen, doch du hast keine Stimme. Der Moment ist vorbei und die Präsenz schwindet. Du hast Stufe 4 erreicht. Geschafft unter dem Mikroskop. Was sagt er dazu? Du bist wieder da. Ich habe den Fleischnexus untersucht. Und? Er reagiert auf mich. Ich glaube, ich kann damit kommunizieren. Ich habe einfach das Gefühl, dass meine Stimme zu schwach ist oder sowas. Faszinierend. Wie, du könntest du deine Stimme erstärken? Ich weiß nicht so wirklich. Vielleicht etwas mit diesem Fleischkreatur, die wir gesprochen haben. Interessant. Das ist sicher ein Versuch wert. Okay, dann spreche ich mal damit. Sprich mit dem Fleisch. Sonst noch was? Was den Fleischnexus angeht. Du wolltest doch mit deinem Tentakelkreatur sprechen. Vielleicht kann die Kreatur dir helfen, mit dem Fleischnexus zu kommunizieren. Ah, genau. Sonst noch was? Und was waren die Fortschritte? Nicht wirklich. Wissenschaft ist ein sehr langsamer Prozess. Aber ich bin stur. Ich kriege da schon noch etwas raus. Sonst noch was? Verlassen. Ja, cool. Also wir können da übrigens einen Aufstieg machen, gell? Wir haben jetzt wieder einen Skillpunkt. Ich sag mal, mehr Leben und Resistenzen ist grundsätzlich bestimmt auch ganz cool für uns. Erlaubt das Nutzen besserer Nahkampfwaffen. Höhere kritische Trefferchance mit Nahkampfwaffen ist auch geil. Geschick brauchen wir nicht. Cybertech, mehr Tech-Fähigkeit. Machen wir Stärke. Machen vielleicht ein bisschen mehr Damage. Und hier haben wir zwei Punkte. Kunst, Handeln, stumpfe Waffen. Pass mal auf. Machen wir das mal hier auf 2 und lassen das andere noch auf einer freien Stufe, dass wir wieder entsprechend, wenn wir irgendwo ein Zweier Schloss oder sowas finden. Weiß Süd, doch, wir können hier raus. Dann ab zum Fleischnexus. Tempel des Tentakel. Tempel des Kraken. Das Tentakel ist auch nicht schlecht. Bin gespannt, was uns hier beim Kraken dieses Mal erwartet. Wir kraxeln schön den Weg zum Kraken. Achso, wir können ja hier direkt zum Fleischnexus. Zum Fleischnexus, zum Fleischkraken. Bin gespannt, was der jetzt so erzählt. Vielleicht erzählt auch der Cyberkopf mittlerweile etwas darin. Essen. Hey, weißt du, wie ich mit all dem Fleisch reden könnte, das da überall wächst? Starke Stimme. Kannst du mir zeigen, wie? Nachdenken, sehen, wissen. Plötzlich überkommt dich ein Bewusstsein für deine eigene Erfahrung. Altes wie auch kürzlich scheint dir in einem anderen Licht. Quest, sprich mit dem Fleisch, was ist jetzt los? Geist, Fleischkragen, warte mal. Nackter Mann? Erinnerung, dieses Bild ist für immer deins. Einsamkeit, Emotionen, allein hier niemand, Leere, Frieden, Trauer. Fleischkragen, Erinnerung, Freundschaft, Gesellschaft. Ah. Die kann man nicht anlegen. Aber das hier, Erinnerung und maximales Leben, geht dadurch 2 hoch. Was haben wir denn für eine Erinnerung mit nackter Mann? Dieses Bild ist für immer deins, weil wir immer an diesen nackten Mann denken, oder was? Maschinenkern, Quest-Item. Okay. Und jetzt? Ist hier mit dir was Neues? Wir haben jetzt ja nächste Stufe erreicht, aber haben wir jetzt auf der Karte? Pass mal auf, wir gehen jetzt wieder. Wir gehen jetzt wieder zu dem anderen Typi und erzählen ihm das mal.
Das ist ein bisschen eine Herreiserei halt, aber das ist halt bei so Spielen normal. Erinnert ein bisschen ans alte Fallout oder so, aber ist halt schon. Ich glaube, da sollte man mal hingehen. Hier gibt es bestimmt auch was und da oben gibt es was. Aber wir testen erstmal. Weil man kann sich ja bei so einem Quest meistens von einem Ort zum nächsten durchhangeln. So, wir müssen. East sind wir gerade. Wo ist denn West? Das ist die Ärztin. Wo ist denn der Zugang zum Keller? Hilft uns East weiter? Ist er in dem Haus hier? In dem Haus ist der Zugang. Man sieht es auch ganz gut hier. Blau ist ein Zugang. Das heißt, ach, bin ja blöd gewechselt. Hätten wir nicht sogar direkt zu ihm hinporten können? Oder können wir das erst, wenn wir unten sind? Weiß gar nicht mehr. Ups, da geht's nicht lang. Aber wir sehen ganz cool aus, oder? Mit dem wehenden Mantel. Sieht so, erinnert so ein bisschen an der kleine Vampir. Wir hätten bestimmt auch hier. Ja, Underground, wir hätten direkt hinporten können. Wir hätten gar nicht den Weg laufen müssen. Du bist ja da. Ich bin bereit, um mit der Fleischnexus zu sprechen. Und wie funktioniert das nun? Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, so ich glaube, ich habe jetzt eine andere Stimme. Interessant, probier es doch gleich mal aus. Sonst noch was? Nö. Natürlich nicht. Fleischnexus, mein Freund, was geht ab? Okay, wir sind jetzt in dem Fleisch drin, oder was? Ah. Was passiert denn jetzt, wenn ich mit einem anderen Tier kommuniziere? Dann müssen wir mal Neues hier unten überschreiben. Black, black. Für dieses Gebiet gibt es keine Karte. Ja, mach die halt mal wieder aus. Was hab ich jetzt gemacht gehabt? Achso, ich muss mir quasi den Weg freikämpfen oder was? Ach, das ist was. Kann man mit dem reden? Okay. Krass. Uah, was ist das für einer? Der sieht ja hart aus. Wer kommt zu uns? Ein Sucher? Ein Jäger? Wer bist du? Und wo bin ich? Ich bin der Leiter der Gedanken. Ich bin die Stimme des Nexus. Ich bin das Orakel. Ich fühle dich weit weg. Du bist auf Nexus, ein Teil von unserem Nexus. Komm und finde mich unter den Pilgern. Komm, Onkel Boogie. Krass, oder? Der sah hart aus auf jeden Fall, dieser Typ. Aus den Augen ist das Blut rausgelaufen, deswegen läuft überall das Blut durch die Gegend. Du bist wieder da. Ich hab mit dem Fleischnexus gesprochen. Und, wie war es? Hat er Intelligenz? Über den Fleischnexus selbst bin ich mir nicht ganz sicher. Aber da war jemand drin, der durch Nexus gesprochen hat. Und er will, dass ich ihn finde. Oh, aber, wie und wieso? Ich weiß es noch nicht. Faszinierend. Klingt nach einem echten Abenteuer. Du hast dir jetzt aber erstmal eine Pause verdient. Demo zu Ende. Nach 8 Minuten, also jetzt nach 8 Minuten Video. Ich sag mal, ach, Demo. Mal Demo weiterspielen. Aber passt mal auf, wir machen mal gerade Folgendes, weil es ja eh vorbei ist. Aber wir können ja mal kurz ein Fazit ziehen. Ich fand mal, das ist mal ganz lustig, dass das angezockt auch mal ein Ende hat. Es ist ganz lustig, es ist halt so ein Indie-Titel halt, ja. Ich mag so Games, ja. Und wir hätten es auch ausporten können, ich weiß. Und wahrscheinlich ist es. Also hier unten ist die Spinnenhöhle. Wo geht's jetzt? Vor lauter Laberei hier. Da oben geht's raus auf der rechten Seite. Kann ich aber mein Fazit ziehen. Ich finde es eine coole Story, dass man halt rauskriegen muss, was mit einem selbst nicht in Ordnung ist und sowas. Und oben kommen wir auch aus dem Gebiet raus. Dann machen wir das doch mal. Ist auf jeden Fall cool. Hat auch Spaß gemacht. Bietet auch viele Handlungsstrangmöglichkeiten, glaube ich. Und bin gespannt, ob ich es mir kaufen werde, weiß ich nicht. So, wir reisen jetzt einfach mal. Ach, hier, guck mal. Das ist wahrscheinlich das Gebiet von der Demo, wo es dann zu Ende ist. Ja, da geht's nicht weiter. Wir gucken mal, vielleicht finden wir noch ein Easter Egg. Oh, es geht immer durch den Wald da durch.
Ja, das ist halt hier, haben sie schlau gemacht, dass du halt aus der Demo nicht zu viel nutzen kannst. Aber zum See geht's, guck mal. Aber hier ist auch so ein leckerer Blutsee und so. Ach, das schon. Die Sounds sind ein bisschen eklig. Aber cool auf jeden Fall. Kann man mal spielen. Und ihr freut euch vielleicht darüber, dass es mal eine 10-Minuten-Folge ist. Und was mich jetzt mal von euch interessieren würde, sollen wir ab und zu mal so kleine Demos spielen, einfach mal anzocken? Würde euch das gefallen? Ja, weil im Endeffekt, wenn es so Spiele sind, die wir mit 3, 4, gut, das sind jetzt 5 Folgen geworden, abgehandelt haben, ist es natürlich auch durchaus machbar. Und okay, gut, wir sind hier fertig, wir können jetzt nichts machen. Wissen, Statistik, Gedanken. Okay, was nicht schuldig? Wissen? Nicht schuldig. Ich bin unschuldig, ich habe hier nichts getan, aber ich galt als gefährlich. Okay. Ich sag mal, vielen lieben Dank fürs Einschalten und wie gesagt, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Schreibt es mal in die Kommentare, wie eure Meinung zu dem Spiel ist. Bei Steam findet ihr es momentan als kostenlose Demo. Ich habe das Spiel auch unten verlinkt, unten in der Beschreibung. Also von daher, Leute, vielen lieben Dank, macht's gut. Ciao, euer Onkel Boogie.